Ja, was ist da los? Hier ist wieder Hauptner von den Tourpick Buddies und heute geht es um die beste Pistole. Aber bevor ich damit anfange, danke an 20.000 Abonnenten. Dazu gibt es auch heute gleich um 12 Uhr einen Livestream bis 12 Uhr Mitternacht, also 12 Stunden lang. Wir werden da Black Ops 2 spielen, vielleicht auch GTA 4 und so weiter. Also könnt ihr euch mal vorbeischauen. Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Und ja, nochmal danke für das Feedback beim GTA 4 Video. Hat uns richtig Spaß gemacht, das ganze Video zu machen. Und ich würde sagen, wir fangen an mit der schlechtesten Waffe gleich mal vorneweg. Es ist die Executioner. Meiner Meinung nach hat die überhaupt nichts drauf. Außer vielleicht mal ein, zwei Wegsnacken im Nahkampf. Aber man kann wirklich da Overkill, also eine zweite Primärwaffe, einfach mitnehmen und dann eine Shotgun einpacken. Man verliert zwar einen Punkt, aber 10-mal besser als die Executioner. Man kann die auch nur wirklich mit dem schnellen Magazin spielen, weil sonst ist die Nachladeanimation einfach endlos lange. Jede Kugel einzeln nachzuladen macht wirklich keinen Sinn bei der Waffe. Und ja, ansonsten einen zweiten Aufsatz, wie zum Beispiel langer Lauf oder sowas draufgeben, macht nicht wirklich Sinn. Ist eigentlich nur eine Punkteverschwendung und deswegen würde ich wirklich nicht mit der Waffe spielen. Dann nehmt ihr lieber die P23R oder was weiß ich oder eine zweite Shotgun, die Remington oder die S12 oder was auch immer mit. 10-mal mehr Sinn damit und ja, werdet ihr auch mehr Kills damit bekommen. Also Executioner, No-Go, werft das Ding weg. Keinen Plan, warum Dredge das Ganze eingepackt hat als Sekundärwaffe, als Pistole, aber naja, so sind sie mal. Als vierte, oder am vierten Platz, als vierte Waffe habe ich jetzt die B23R gewählt. Sie ist zwar richtig gut im Akimbo-Modus, also zweihändig, aber ich muss sagen, als Einzelwaffe, also wenn ihr zum Beispiel mit langer Lauf oder so spielt, da bekommt ihr wirklich oft nur Hitsmarker und das kann dann wirklich frustrierend sein. Aber ansonsten ist es eine geile Waffe, natürlich mit zweihändig geht die richtig ab, also da hat wirklich keiner eine Chance. Ich meine, schneller als mit der Executioner tötet ihr da die Gegner im Nahkampf, wie ich finde, weil sie meistens mit den zwei Bursts oder einem Burst gleich weg sind. Ansonsten bei den Aufsätzen, ja, langer Lauf ist der einzige, den ihr verwenden könntet. Als zweiten Aufsatz würde ich auch nicht wirklich empfehlen, dass ihr da einen raufgibt, weil das Messer oder so, also das Taktikmesser ist nicht zu empfehlen, die Magazinerweiterung auch nicht wirklich. Das Reflexvisier ist auch nicht zu empfehlen und naja, also geht bei der Waffe eigentlich nur zweihändig oder langer Lauf. Ansonsten, ja, würde ich sagen, das war's mit der B23R. Nun zu den Top 3. Am dritten Platz habe ich jetzt einfach mal die Tag 45 platziert. Ganz einfach darum, weil sie nicht ganz so gut wie die anderen zwei Waffen sind auf Platz 1 und 2. Also sie ist nicht ganz so gut. Sie hat nur 10 Schüsse im Magazin, das heißt sie ist ziemlich schnell leer. Und auf großer Distanz braucht ihr da 6 Schüsse, damit ihr einen Gegner tötet. Also die 6 Schüsse treffen von 10 ist schon richtig schwierig. Ansonsten im Nahkampf braucht sie 2 Schüsse, also da haut sie schon durchaus richtig rein. Und ja, ich würde sie auch mit dem langen Lauf empfehlen. Ihr könnt sie natürlich auch Akimbo spielen, habe ich auch schon öfters gesehen bei Frei für alle oder was weiß ich. Ansonsten andere Aufsätze wieder eigentlich weglassen. Und ja, ich habe meistens eigentlich schlechte Erfahrungen mit der Tag 45 gemacht, weil ich da meistens einfach nur mit dem Rückstoß, also wenn ihr schießt, da hat die für mich, also für meine Fans, irgendwie so eine seltsame Rückstoßanimation. Da blockiert sie mir wirklich die Sicht und deswegen mag ich sie nicht so wirklich. Da greife ich dann wirklich lieber zur 5-7. Und dazu kommen wir jetzt auch schon zu Platz 2 und da gleich mal ein epischer Fail. Aber ansonsten, die Waffe ist geil. 20 Schuss im Magazin. Ich würde sie auch mit dem langen Lauf spielen. Könnt sie natürlich auch, weiß ich nicht, mit Akimbo, also zweihändig spielen. Aber ansonsten, sie haut richtig rein. Da könnt ihr durchaus mal 2-3 Gegner auf einmal wegsnacken. Und ja, starke Waffe. Da haut richtig rein. Ansonsten, ja, die Aufsätze, die anderen, weglassen. Sind nicht wirklich empfehlenswert. Zweiten Aufsatz würde ich bei der Waffe auch nicht empfehlen. Also wirklich keine Punkte verschwenden, wenn ihr schon die 5-7 verwendet. Und ja, die beste Waffe wisst ihr jetzt eigentlich auch schon, aber dazu kommen wir gleich. Ich verwende ihn ansonsten eigentlich die 5-7 richtig gerne einfach, ja, weil das Magazin so groß ist, ich kann viel sprinten, ich treffe nicht so gut mit den Einzelschusswaffen, also auch mit Fall, OSW und SMR bin ich nicht so gut dabei, deswegen 20 Schuss definitiv für mich empfehlenswert. Und da kommen wir schon zur besten Waffe, der Cap 40. Und ja, ich weiß nicht, da gibt es nicht wirklich viel zu sagen. Man kann sie ja schon fast als Maschinenpistole einstufen. Sie schießt ziemlich schnell, vollautomatisch, haut richtig rein. Und ja, mit Abstand die beste Pistole. Ich meine, ja, ist eigentlich eine Maschinenpistole, aber egal. Und ja, ich weiß nicht, warum die noch nicht wirklich so runtergepatcht wurde. Es gab zwar ein paar Patches, aber die haben nicht wirklich was gebracht. Die waren eigentlich nur Müll, sozusagen. Und ja, die Waffe würde ich natürlich mit der Magazinerweiterung spielen.
dann haut sie richtig rein, weil 15 Schuss sind bei der schnell draußen und mit 20 geht der schon mehr. Ansonsten, naja, würde ich sagen, das war's mit der besten Pistole und vergesst nicht auf den Livestream heute von 12 bis 12, 12 Stunden lang, bestes. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim Livestream und ja, ciao.